Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Colosseum. Ja, Pokémon Colosseum. Together und so. Ja. Jetzt erstmal, wie sieht's denn eigentlich mit unserem Pokémon aus? Nigelara, du kannst wieder nach vorne. Jetzt ist die sichere Zone angelangt. Yay. Warum sind wir wieder voll geheilt? Keine Ahnung. Wir finden die Kulpa-Akte. Kulpa-Akte erhalten. Auf dieser Akte, steht Kulpa-Akte. CP. Willst du die Akte durchlesen? Ja. Krypto-Pokémon. Pokémon, deren Herzen künstlich versiegelt wurden, um sie zu Kampfmaschinen zu depressieren, nennt man Krypto-Pokémon. Erstaunlicherweise verbreiten diese Krypto-Pokémon eine dunkle Aura, die von normalen Menschen aber nicht wahrgenommen werden. Ja, das ist Denise, du bist kein normaler Mensch. Na. Komisch. Fatalerweise scheint es aber ein Mädchen zu geben, das diese dunkle Aura erkennen kann. Da dieses Mädchen unsere Pläne stören kann, sollten so schnell wie möglich geeignete Maßnahmen getroffen werden. Professor Kulpa, Leiter der Krypto-Pokémon-Labors. Wie geht's dir? Nicht so gut. Und du hast Sam gelesen, ne? Oh, au, ouch! Danke, dass du mich gerettet hast, seid ihr Freunde von Gwent! Ja. Oh, oh, oh. Okay, jetzt habe ich's schnell. Ich hatte ja keine Ahnung, wie feige von diesem Kerl das Pokémon von Gwent einfach als Geist zu nehmen. Genau, deshalb sind wir hier. Wir wollen das Puzzle retten. Ich komme mit. Au, au, ouch. In diesem Zustand würde ich dir raten, lieber hier zu bleiben. So trifft man sich wieder. Die Queen, du mieser Feigling. Du mieser schwuler Feigling. Na, 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 junger Mann. Wer wird denn gleich so aufgefallen werden? Und warum so. Warum feige? Das war ungemein clever, sonst nichts. Was war denn daran clever? Hoffentlich geht es dem Plusle gut, sonst wäre es von dir clever, die Schleunigs vom Acker zu machen. Ob es dem Plusle gut geht? Epa, es könnte ihm nicht besser gehen. Wir sind schon ganz dicke Freunde, wir zwei. Das kann doch nur ein Scherz sein. Wo ist das Plusle? Es gehört Grant. Also, ich bin in der Höhle und freue mich schon auf euren Besuch. Lasst mich nicht zu lange warten. Doch, werden wir. Wir gehen erst nach unten. Ja, weil da das Item ist, was ich haben will. Items sind toll. Von der Seite kann man nicht da ansprechen. Nee. Ich muss ganz vorsichtig gehen, weil sonst geht der automatisch raus. Hypertränke, wie sieht's mit dem Pokémon aus? Irgendwas bereit für die Erlösung? Also was kein Team-Pokémon ist? Nö. Wir können wieder hoch. Du musst mir auch Bescheid sagen, wenn du ein Pokémon wechseln willst. Nö, aktuell nicht. Aktuell sehe ich darin keine Gefahr drin. So, und weiter geht's. Jetzt plätten wir der Queen. Jetzt plätten wir die Queen. Das sollten wir nicht in England sagen. Ja. Tod, den. Na nur, ihr seid ja gar keine Rekruten. Ihr seid auch Eindringlinge. Der Typ eben war viel zu schwach. Gar nicht der Rede wert. Wie sieht's mit euch aus? Los, ihr habt doch bestimmt auch Lust auf einen Kampf, oder? Ach, der redet von Slam. Der Arme. Ja, das Arme. Hat einfach nichts drauf. Ja, einfach gar nicht. Balderfisch und Goldini. Goldini, du kannst nur normal attacken. Bitte. Du kannst nur Hyperstrahl. Und das Balderfisch ist ein Krypto-Pokémon. Yay. Balderfisch schlafen und. Ich kann jetzt Schaufel einsetzen. Du kannst Surfer. Ist doch toll. Hätten wir wirklich eine Wasser-Challenge machen sollen, so eine Monotap-Challenge Wasser. Wolltest du ja nicht.
Und der Schlafbruder. Ich will dich eigentlich schläfern. Vor allem, weil du schneller bist als meine Team-Pokémon. Kryptoschlag. Lehmsula. Na gut, Elektroattacken habe ich jetzt nicht wirklich. Was soll ich denn machen? Mach einfach den Kryptoschlag auf. Ich versuch's mal mit Schaufler. Okay, ist klar, dass es ein Gift-Pokémon ist. Ja, aber es hat den Kryptoschlag so gut überlebt. Und da das 90 Stärke ist und Schaufler 220 wird, sollte es auch den Schaufler überleben. Und weg ist die Gelara. Blah, super Schall. Schief tief und fest und kann nicht getauscht werden. Dankeschön, ich will dich so schnell wie möglich loswerden, um ehrlich zu sein. Das ist so gelaufen, das ist so toll. Guck es dich an! Ja, guck es dich an! Wie gelabert, du frisst mir zu viel Schaden. Wir haben genug Superbälle. Krallball! Gonna catch them all, Pokémons! Also ich verstehe, ich glaube, die Gegner gehen nie in den Furio-Modus. Aber ich finde das cool, wenn die diese Krallen haben. Äußerlich, aber das finde ich gerade scheiße. Hubbelauf! Kannst du jetzt den Megasauger? In Gigasauger. Ist aufgehört. Setz dich auf ein. Und tschüss, Siegelörber. Ja. Können wir gleich heilen gehen. Ja, aber ganz gut. Geht ja jetzt halt praktischer. Nur das Hochlatschen ist wieder blöd. Ich gucke jetzt auf den kleinen Bildschirm. Überall, wo ich hingucke, Pokémon. Nee, das ist ja deins. Nocturne, Traunfugel. Traunfugel, willst du mal? Steht Traunfugel. Traunfugel, ja, Traunfugel. So heißt das Ding auch. Ich finde Traunfugel. ETF. Okay. Ich mach einfach weiter. Okay, dann geht's weiter erstmal. Bin ich alleine. Ja, bin alleine. Durchschlag gegen Goldini. Ich will erstmal gucken, wie viel Schaden das macht. Krampirimatos blöd. Wollen wir wieder Schlafbruder daneben gehen? Jo, das macht mehr Schaden als bei. Ich muss mal kurz nachgucken, wie viel Angriffsbase die beiden unterscheidet. Also du hast 38, okay, Igelava sollte mehr haben. Ja, 52. Versuch's nochmal und du machst mal einen Kryptoschlag. Autsch! Okay, das war's mit Hubeluff. Noctu. Hast du meinen Hubeluff schon getötet? Nee, das war eher das ja, böse Ding, das Kryptoschlag gemacht hat und das Ding sehr schnell gewonnen hat. Also Traumfugil. Ja, Traumfugil. Mit 38 Angriff und weniger als die Gelaba. Ja. Hab ich gerade eben nach. Ey, jetzt können wir es wieder ein, Stefan. Jetzt bist du mir nur ein Pokéball wert, jetzt hab ich keinen Bock. Bis jetzt, ey, aber das Schöne ist, wir haben bis jetzt alle kurze Pokémon fangen können. Ja, bis jetzt hat alles gut geklappt. Kann man die eigentlich nachfangen? Ja. Wenn man die nicht hat, hat doch, glaube ich, alle die Queen nochmal. War das nicht eher ein XD? Ich meine, im Kolosseum auch. Oder zumindest irgendeiner hatte die. Geht dann, Ey, obwohl der Komprimator gemacht hat. Arsch, warum hast du den Komprimator gemacht? Hornattacke. Immer noch keine Wirkung. Ja, ne? Da Noctu mehr Angriff hatte als Traumfugel. Ich hab nachgeguckt, Traumfugel hat 38, Igelava 50 oder 54.
schön. Ich hoffe, man hat mir in der Aufnahme gehört, wie ich die Tür zugemacht habe. Sollte man. Ja gut, es ist meine Webcam. Die nimmt alles auf. Hoffentlich nicht alles. Weil wir nervtötend. Das Goldini, das darf einfach nicht abhauen. Niemand will es. Ja. Es ist nämlich ein Goldini. Mach werfen Superball drauf. Ja, jetzt hab ich auch langsam genug vom Baldorfisch. Das Baldorfisch bleibt in dem Ball drin und nerv uns nicht. Wer von uns beiden will das erste Pokémon nicht fangen? Ich hoffe keiner. Ich hätte auch keine Lust, ihn auch zu fangen. Geht doch. Wurde gefangen. Oh ja. Gott. Noctu! Hi. What's up? Wo ich schon so lange im Team habe, Noctu. Naja, nicht wirklich so lange. Jetzt ja, sich ab. Wir haben Noctu genauso lange im Team wie Warlord. Oh nein, ach so ein Glück. Nicht gegen das Geist Pokémon, das könnte ja kopflos machen. Kryptoosch ist tot. Nee, das Ding hat nicht so spannend. Ja, aber immer anders dem. Ja, da kriegst du wie einen Rückstoßschaden. Nee, das bekommt, glaube ich, immer gleich. Ist ja nicht, ist immer, glaube ich, so eine gewisse Anzahl. Ich glaube, ein 16. oder so. Ja, Kryptoschlag ist schon eine geile Attacke. Ja. Ja, jetzt kannst du Traumvögel angreifen. Aber du wirst wahrscheinlich, obwohl wirst du überleben, die beiden sind jetzt nicht so viel. Erstmal Volltreffer. Noctu! Noctu will ja nicht befreit werden. Bist genau wie Obelov. Ja, also die Flugpokémon wollen nicht so lange. Nimm mal diese Flugpokémon. Nimm's. Scheiße. Nimmst du, da hat es mir einmal gebracht. Aber auch nur einmal. Und das war mal in der Elektro-Arena. Welche? Ja, aus Rubin und Saphir. Ach so. Nimmst du, da macht der Elektro-Attacken schwächer. Mhm. Aber zweimal bringt es gar nicht. Hat's eigentlich immer. Hey, laufen wir auch mal. Komm, Noctu. Wow, zwei Runden verschwendet. Down, Fugi! Wutto! What's up? Yay, Kitten! Noctu! Noctu! Yay, wir haben jetzt die nächste Attacke freigeschaltet. Wahrscheinlich fliegen. Kopfnuss! Oh! Bam! Boah! Noctu! Komm, jetzt noch eine Runde, Fugi! Ich hab gewusst, dass du das nicht kannst. Warum kann er fliegen als letztes? Weil die guten Attacken immer zuletzt kommen. Traumvogel, du bist beschissen. Das stimmt. Und einfach mal weg. Haut es einfach ab. Psyana, komm. Du bist das einzige Pokémon, was wirklich gut arbeitet. Ey! Willst du mich verarschen? Noctu will einfach. Ist die Kampfmaschine, der will einfach kämpfen. Noctu! Komm, Psyana, mach einfach weg. Noctu, sei einfach fertig. Können wir dich und Obelov raustun? Weg damit, ehrlich. Ich würde gerne mal Gohita und Schneckmark reintun. Oh, Schneckmark wird schwer. Das ist ja egal. Wir nehmen ja immer die schwachen Krypto-Pokémon, damit wir keinen Nachteil haben. Wir haben gerade 14 Minuten für den Scheiß gebraucht. Gut, und Dialog. Ja, gut, aber der Dialog hat nicht so lange gedauert wie dieser Kampf. Ja. Hi, Frank. Leg ruhig aus. Machen wir schon. Kein Problem. Wir ruhen uns jetzt auch erstmal aus. Ja, wir wollen das mal auch rein. Ich finde das dumm, dass man nicht zurückgehen kann mit den. Das ist Nerventöten, sagen wir es so. Ja. Tür kann sich natürlich öffnen. Wie weit ist Rubbeluff eigentlich? Ich kann mal gleich gucken, ob ich mich geheilt habe. Das Beste ist, tun wir Magolita rein. Kleinkinder nerven jetzt auch. Obelov, sei fertig. Ich will nicht mehr. Na, das ist ein bisschen viel. Noctu. Dieses
Psycho-Attacken ja nicht. Und Downfugier. Also ich will mal ein Team-Pokémon und ein Krypto-Pokémon dabei haben. Im Team. Also zumindest laut meiner Sicht. Na. Deins ist aber auch noch ein Krypto-Pokémon. Ja, aber es ist ja ein Team-Pokémon eher. Ja, gut. Wenn es sich dann erlöst hat und entwickelt, wird es sehr praktisch. Deswegen wird Igelara jetzt erstmal eine Zeit lang vorne bleiben. Bei Psyana kann man immer noch gut nachtrainieren. Ja, gut. Fällt mir mal gerade so auf, in den Trainingssessionen können wir auch gut Krypto-Pokémon. Ja, wir nehmen auch immer. Kommt drauf an, wie viele Pokémon wir trainieren. Wenn wir nur zwei trainieren, werden wir viele Pokémon halt einfach nur hinten mitnehmen. Ja, gut. Hi! What's up? What's up? Hurra! Ja, hurra! Die Tasche! Mir kommt die ganze Zeit Hurra an den Kopf. Stacy. Okay, Artist Stacy. Anuito Luituchi. Ich glaube, Anuito. Haben die alle einen Krypto-Pokémon? Wenn ja, Anuito. Nee, die machen. Die Fossilien gibt es nicht als Krypto. Das ist mir die größere Bedrohung. Na komm, Krypto-Stärke. Ja, größere Bedrohung, einfach auswählen. Es ist das doch scheißegal, was ich ausgewählt hätte. Ja, vielleicht wäre es nicht im Vogelmodus gegangen, wenn es Schlafpuder eingesetzt hätte. Ja, der Schlafpuder ist doch scheißegal. Hauptsache, wir werden das Ding mal los. Ich werde es wieder nach dem Kampf einfach erlöst, damit du wieder zurückrennst. Heula! Yay, unser Angriff ist super. Heula! Hubbeluft greift ja sowieso nicht an. Du kommst jetzt den Megasauger. Ich will das Rotor zu loswerden. Es könnte ein. Aquaknarrer. Eigentlich per Zucht, aber hier können die Lotoze Aquaknarrer und Rasierblatt. Mhm. Ist doch cooler. Tschüss. Hättest du Surfer gekannt, wenn ich ein Krypto-Pokémon wär's, ist geil. Hallo! Yay, wir haben Megasauger. Ich denke mal weiter Krypto-Schlag, damit wir jetzt loswerden. Yay! Sister ist will weg! Igelava, nimm dir mal ein Beispiel. Ach du Scheiße. Ja gut. Das hat eine gute physische Verteidigung. So. Ja, deswegen hätte ich gerne den Flammenrad. Aber dafür müsste Igelara mal so langsam in den Furi-Modus kommen. Jetzt doch, kannst du doch Schaufel einsetzen. Nee, das ist neutral. Stark ist das, ist da stärker. Hubla! Noch ein bisschen. Geh noch mal noch einmal Furi-Modus. Dann nehmen wir mal Gogeta mit. Achso, das war. Ja. Ich will aber trotzdem mit dem Furio, mit dem Kryptoschlag. Oh, ist einfach weiter Kryptoschlagen. Mhm. Ach, Hubbeluf. Ich bin enttäuscht. Du bist nicht im Furio-Modus. Ja, viel zu selten machst du das. Ja. Oh, wie wir in einem Part wahrscheinlich so 6 Pokémon befreien werden. Wahrscheinlich sogar mehr. Mhm. Mindestens 4. 4 haben wir ja schon. Ich hab's noch. Hör mal auf damit, obwohl können wir noch in den Furi-Modus kommen. Ja, ne? Solange es nur Härtner macht und nicht angreift. Was? Wir schauen uns schon selbst genug. Oh Mann, oh, wenn wir jetzt in den Furi-Modus gehen, ist das scheiße. Wir können gerne beide in den Furi-Modus gehen. Ja, das, dann wäre das geil. Dann würde Alori weiter in den Härtner ansetzen. Oh, Hubbeluf hat auch schon keine Lust mehr in den Flugmodus. Es hat gerade keine Lust zu kämpfen. Ey, das heißt, im nächsten Kampf ist Dings ja da fertig, Hubbeluf. Mhm. Du musst dir übergeben, wie viel wir. Wie lange wir an einem Anorid gesessen haben. Das stimmt. Ja, wenn es jetzt der Härten einsetzt und vergiss nicht, unser physischer Angriff wurde auch noch gesehen. Ich würde gerne Igelara kurz einen Trank geben. Wir müssen dringend raus, bevor wir hier den Endboss begegnen.
den man ja unschwer erkennen kann. Geht's auch nicht auch lang, oder? Ja, aber hier ist ein Item. Item! Mega-Item. Ether. Ah, okay. Ja gut, die braucht man jetzt nicht so sehr. Vor allem, weil Kryptoschlag unendlich hat. Ja. Ist hier ein Vitalisator? Ignoriere uns nicht! Ja, herrlich! Lässt er uns einfach vorbeigehen. Ja, also wenn wir das der Queen sagen... Racer Bobby. 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 Das ist ein Murgon und ein Trassler. Haben wir wieder gut Glück mit dem Nebel. Mit dem Kryptomor... Oh, dann noch nicht fertig. Kann es kein gehen. Einfach auf Trassler erstmal. Ja, ich glaube, es ist jetzt schon fertig. Nee, oder? Schaufler. Schaufler aufs Morgen wahrscheinlich. Was so viel Sinn ergibt, weil es jetzt hier die Fähigkeit gibt. Oh, jetzt wären wir jetzt in der zweiten Gen, hätten wir Schaufler eines. Aber wir machen es trotzdem. Iglava will einfach nicht. Iglava hat einfach keine Lust zu kämpfen, weil er gesagt hat, dass es unser Teammitglied. Iglava, du bist nicht mehr unser Teammitglied. Du wirst jetzt rausgeworfen. Wir nehmen anstatt. Wir nehmen Schnecken. Obelhof! Nein, wir nehmen Schneckenmark. Ich glaube, das Ding würde uns sehr auslachen. Bitte gegen Obelhof, weil das Ding ist mir egal. Ja, es ist ja sowieso, glaube ich, fertig. Deswegen. Aber Obelhof ist eine Kampfmaschine. Und wir verstehen einfach mal zwei Runden. Aber da Hobelhof jetzt sowieso wahrscheinlich stirbt in dieser Runde. Hier einfach mal auf aus. Ja, ja. Boah, wehe, du Penner. Iglava, Flammenrad, ich brauch das für dieses Smoko. Hobelhof. Iglava. Na ja, dafür im nächsten Kampf, oder du kriegst noch mal eine Vorübung. Obelhof, du kannst so gerne sterben, ne? Hätte ich kein Problem. Los, Kryptoschlag, oh. Ich will das Ding einschläfern, weil ich habe keinen Bock drauf. Eine Verstöße gegen die Regel. Ja, das Ding ist ein Krypto-Pokémon, das ist nichts von uns. Das gehört uns beiden. Stimmt. Ja, trotzdem, weil du einen deiner Teammitglieder hast, gehört das. Ist egal, Hauptsache das Ding schläft. Das Ding geht mir auf die Nerven, weil es vergiften könnte. Wir müssen sowieso halten zur Station. Ja, gut. Aber so oder so würden wir ein anderes Pokémon einsetzen. Giftpuder. Willst du mich verarschen? Dann schläf euch dieses scheiß Smogon an, damit es mich nicht vergiftet. Und dann machst du das. Ja. Oh. Jetzt Kryptoschlange Knie ist zu Tode. Aber definitiv, das hat's echt verdient. los, nicht schaffen, oder? Kryptoschlange bitte. Jetzt bist du mit dem zweiten aufs Vorbau gegangen. Vielleicht geht's ja im Furry-Modus. Hoffentlich. Nö. Nö, hat einfach keinen Bock. Das sieht so lustig süß aus, wie es schläft. Kopf los, auf! Wir wollen einfach Iglava nicht. Es ist ein Starter-Pokémon. Ja, ne? Ey, er stirbt sowieso nächste Runde. Komm, dann hauen wir zumindest das Knie jetzt weg. Na, egal, ich muss ja eh gleich schreiben. Herr Schaufler! Aber nur damit es überlebt. Ich seh's gleich, komm jetzt Furi-Modus. Das wäre echt episch. Ja. Aber nein. Naja, in den nächsten Kampf hast du sowieso den Flammenrad. Endlich. Oh, er überlebt das mit einer mit einem Kampf und stirbt durchs Gift. Alter, ist auch mies. Aber richtig. Aber wir können jetzt schnell kurz mit Psyana einen kurzen Prozess machen. Ja, definitiv. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Sorry, Iglava. Psyana, mach mal kurz einen Prozess daraus. Ey. Smogmog, du hast zu lange gelebt.
würde sagen, tu gleich. Makuhita rein, weil das ist halt das erste Pokémon, das schlüpft schnell. Das geht bestimmt schnell. Ja, ich weiß, dass ich Makuhita reinkomme. Ich weiß nur noch nicht, welches ich vorne haben will. Wir haben jetzt 3 Trainer bekämpft? Oder 2? Ne, 3. In einem Part, der Part ist schon fast vorbei. Aber egal. Du kannst nochmal zurückrennen. Ja. Aber auf jeden Fall wird gleich eines dieser... Naja, wir tun eigentlich nur ein Pokémon rein, weil wir jetzt heilen gehen, weil im Grunde müssen wir jetzt erst langsam mal die Pokémon erlösen, die wir da haben, die wir weg haben. Ja. Damit mehr Farbe reinkommt. Ja, wenn wir nix, die wäre es natürlich... Wesentlich einfacher. Ich weiß nicht, ob ich noch zu Traumfu gehen oder vielleicht mal Magunta reintun soll. Ich glaube, die nächsten Pokémon sind kampfanfällig. Ja gut, aber wir setzen uns sowieso erstmal nicht ein. Erstmal müssen Traumfugil und... Stimmt, die sollten erstmal die Attack mindestens eine haben. Ne, die müssen erstmal weg werden. Ja. Aber was macht Thomas die ganze Zeit mit Kryptoschlag zu knüppeln? Ja, ist zwar glaube ich wahrscheinlich... So, weiß ich nicht, weil ich stehe, warum können wir keine Animation ausmachen? Finde ich auch gut. Ja, das wäre beim Leveln echt praktisch. Ja gut, das ja, wow. Kommen. Wird für die Zuschauer eh gespeedet und zumindest das Training. Wir beide, wir gucken Video oder unterhalten uns, also ist es eigentlich noch. Oder ich ignoriere dich einfach. Genau, ey, das darfst du nur bei Skype machen. Und wir skypen. Nee, wir haben jetzt schon unser zweites Pokémon, das zweite ist falsch. Na gut. Ich hoffe, beide machen ein Level, dann können wir die beide entwickeln. Ja, dann nehmen wir mal Gohita mit, weil es das erste. Einfach mal so der Reihe. Sortier die mal nach Leveln. Ich würd lieber die Schwächeren immer mitnehmen. Nimm Remoraid lieber mit. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben noch ein paar Massagedinger. Ja, aber erst später. 30. 33, 33, 33 und 33. So ist die Reihenfolge, wir würden ihn jetzt nehmen. Wahrscheinlich. Haben wir irgendeine Pokémon mit einer Giftattacke? Ach Mist. Wir haben nix. Ich werde aber trotzdem das Item haben. Weil an. Obwohl. Stimmt, wir müssen die ja sowieso irgendwann mal trainieren. Ja. Ja. Solange wir jetzt kein Pokémon haben, das unbedingt eine Giftattacke hat. Ja. Ich denke mal, ich latsch oder Christian latsch offscreen wieder hoch. Wir sehen uns im nächsten Part. Hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.